Ja, so kann man die Todesanzahl, die auch nach oben fahren, verlagern. Irgendwann schaffen wir's. Verdammt! Viel schneller. Ja, Mist, nach oben. Hoffentlich war das jetzt nicht wichtig. Natürlich war es wichtig. Ja, das. Ich sehe hier auch nichts, also. Scheiße, knapp zu spät. Ah, Mist, wieder leicht zu spät. Ach, da hätte ich schneller reagieren müssen. Ich hab's geschafft. Oscar, noch dahin. Da lang. Ardy, die Show ist vorbei. Laura, jetzt bin ich ihr Fan. Macht das die Sache mit dem Lysin wieder gut? Nicht übertreiben. Verdammt, Oscar. Hast du gerade so ein Vieh mit bloßen Händen erledigt? Du solltest doch an der Absturzstelle bleiben. Ja, aber... Dann war da der wütende T-Rex, also mussten wir den Plan ändern. Oder sollte ich ihn mit dem Messer angreifen? Wir mussten den Plan ändern. Richtig. Ich habe das Rätsel um die Rasierschaumdose gelöst. Unser Sonnenschein hier wollte Dino-Embryos von der Insel schmuggeln. Was? Das glaube ich nicht. Sie sind nicht gut genug, um so ein Ding durchzuziehen. Sie weiß, was sie tut, Oscar. Das hast du auch über die kochende Kellnerin in Bogotá gesagt. Das war nicht ihre Schuld. Das waren Salmonellen. Sie sind echt. Mein Kunde hatte einen Mann namens Nedri da drin. Der kam aber nicht, also schickten sie mich, um die Embryos zu finden. Ich bin der Notfallplan. Also, deckt sich mit meinen Infos. Sie suchen diesen Nedri in ganz San José. Dachten, er war auf dem letzten Schiff. Die Suche kann aufhören. Er ist Dino-Futter. Ich nehme an, du hast einen Plan. Naja, den richtigen Leuten sind diese Dinger eine Menge Geld wert. Ich meine, eine Menge. Sie sind ziemlich selbstgerecht für eine Diebin. Ich wäre keine Diebin, wenn Sie diese Insel nicht von meinen Leuten gestohlen hätten. Ich habe gar nichts gestohlen. Die kostarikanische Regierung vermietet die Insel an InGen. Und Sie haben nur die Smutsarbeit erledigt, was? Ich habe nur meinen Job gemacht. So wie jetzt auch. Wirklich? Und wie viele Menschen wollen Sie heute töten? Halten Sie die Klappe, oder ich fange mit Ihnen an. Oh, kein Stress. Spart euch das für die Dinos. Und du machst damit? Hey, ich mach gar nichts ohne dein Einverständnis. Aber komm schon, Oscar. InGen kümmert sich einen Dreck um uns. Guck dir an, was mit Team B passiert ist. Mit Decaf.
Ihre Familien bekommen einen lausigen Scheck, ein Redeverbot und sonst nichts. Muss ich dich daran erinnern, dass uns die Zeit wegläuft? Wir schaffen es nie, diese Leute zu retten und Dienstboten zu spielen, bevor hier Ground Zero ist. Was meinen Sie mit Ground Zero? Nichts. Es könnte klappen, Oscar. Wir müssen sowieso einen neuen Helikopter ordern. Also bringt einer von uns die Leute zurück ans Festland und einer bringt sie zu ihrem Kontakt. Und dieser eine wärst dann wohl du. Sagt InGen einfach, dass ich tot bin, so wie der Rest der hergeschickten Jungs auch. Wir treffen uns dann später, um die Kohle aufzuteilen. Ich vertraue dir, aber ihr nicht. Hör zu, Billy. Wenn du einen Rückzieher machen willst, ist das deine Sache. Aber ich soll hier einen Job erledigen. Und das werde ich auch tun. Ach, komm schon, Oscar, so muss es nicht laufen. Den Job zu erledigen gehört zum Plan. Und unseren Auftraggeber zu verarschen? Zu riskant. Ich werde euch nicht verraten, aber ich will keinen Ärger. Schade, dass du so denkst, Mann. Vielleicht änderst du deine Meinung noch. Okay, jetzt raus hier. Und zwar ruhig und langsam. Fangen wir nicht schon wieder damit an. Ich respektiere Ihre Meinung, Jerry. Aber es überrascht mich ein wenig, wie egal Ihnen die Tiere sind. Sie sind mir nicht egal, Laura. Es ist nur so, dass Ihre Entscheidung so viele unbeabsichtigte Konsequenzen mit sich bringt. Wir können das nicht geheim halten. Mist. Wir brauchen Notfallpläne. Wir müssen überwachen, was außerhalb des Parks passiert. Ja, noch eine daraus, egal. Wo ist es? Da ist jeder Tastendruck wieder wichtig. Ach, nee. Böbe. Verblüffend. Ich habe sie noch nie so ängstlich gesehen. Das war super!
Kein Problem. Okay, Schatz. Lass den Mann zu Atem kommen. Yoda! Sie leben! Wir leben? Überrascht mich, dass ihr 5 Minuten ohne Oscar und mich überstanden habt. Vielen Dank. Schon gut. Oh mein Gott, Sie bluten. Alles okay? Keine Sorge. Das ist nicht meins. Sie haben einen getötet? Mit einem Messer? Das ist so cool. Hey, ich bin an einem T-Rex entkommen. Keine große Sache. Nur ein normaler Kampf. Aber die sind so stark. Ich meine, wie haben sie... Wie viel können sie heben? Keine Ahnung. Ich gehe nicht ins Fitnessstudio. Nicht? Mann, aber sie sind riesig. Dass ich keine Gewichte hebe, heißt nicht, dass ich nicht trainiere. Er will nicht zugeben, dass er eigentlich von Bigfoot abstammt. Wer war es noch gleich? Dein Opa? Dein Uropa? Vielleicht war es deine Mutter. Okay. Ich sag nichts mehr. Mir machen Sie nichts vor. Wie bitte? Lassen Sie sich ruhig als Held feiern, aber wir beide wissen, was Sie wirklich sind. Sie haben recht. Das tun wir. Hey, wir haben ein Problem. Das ist nur Dampf, Laura. Ja, ich glaube nicht, dass Dampf uns fressen kann, oder so. Erst die flackernden Lichter, jetzt der Dampf. Irgendwas stimmt nicht mit dem geothermischen Kraftwerk der Insel. Ist doch nicht unser Problem. Wenn das Kraftwerk explodiert, dann schon. So schlimm? Ich habe gelesen, dass das System sich selbst herunterfährt, wenn etwas mit dem Dampfdruck nicht stimmt. Da es noch funktioniert, steigt der Druck wohl unkontrolliert. Das Kraftwerk wird wie ein Ballon platzen und die halbe Insel mitreißen. Kommen wir von hier aus zum Kraftwerk? Ich weiß echt nicht, wo wir sind. Ja, ich war hier schon mal. Da geht's lang. Wir müssen wirklich los. Wie können wir die Explosion im Kraftwerk verhindern? Wir müssen schnellstmöglich was tun. Aber was genau, weiß ich erst, wenn wir da sind. Keine Zeit. Verabschieden Sie sich von den Sauriern, Doc. Die Fossilien können Sie später ausgraben. Wenn das Kraftwerk explodiert, sind wir auch tot. Es sei denn, Sie haben einen zweiten Helikopter, der startbereit ist. Oh, das wird ja immer besser und besser. Hören Sie, zeigen Sie mir den Gang, der zum Kraftwerk führt. Ich laufe vor und sorge dafür, dass keine Dinosaurier auf uns warten, wenn wir dort ankommen. Kann ich mit? Ich helfe auch. Du bleibst hier, wo ich dich sehen kann. Hey, ich hab dich gerettet. Außerdem fürchten die Dinger ihn. Du bist weggelaufen, Jess. Oscar nimmt dich gerne mit, oder? Oscar? Sie sind einem T-Rex entkommen, Yoda? Aber sicher. Weißt du, nicht jeder ist so gut trainiert, ganz zu schweigen von der nötigen Geschwindigkeit. Nicht wahr? Das dachte ich auch, als ich ihm gestern entwischt bin. Als der Helikopter im Dschungel abgestürzt ist, dachte ich echt, sie wären alle tot. Uns geht's gut. Hey, die ganze Geiselnahme vorhin tut mir echt leid. Ich wollte mich selbst schützen. Die Söldner und ich, wir haben alles geklärt. Geklärt? Wie? Nicht so wichtig. Alles ist erstmal gut. Ist doch super. Jetzt sind also alle Freunde? So würde ich das nicht sagen. Niemals! Haben Sie etwa rumgemacht? Sagen wir es so. Wir haben entschieden, zusammenzuarbeiten. Hey, Oscar ist zurück. Was hast du rausgefunden, Kumpel? Der Gang ist frei, aber die Tür zum Kraftwerk ist verschlossen. Ist das nicht praktisch? Hat jemand einen Schlüssel? Ich fürchte nicht. Zigarette? Ich dachte, ich hätte welche, aber... Jess? Hast du was zu sagen? Tut mir leid, ich wollte sie mir nur ausleihen, aber dann kam ein Dinosaurier und ich habe sie nach ihm geworfen und er hat sie gefressen. Jessica Marie Harding, erst wirst du im Einkaufszentrum beim Klauen eines T-Shirts erwischt. Dann klaust du ein Fernglas aus dem Park und lügst mich darüber auch noch offen an. Und jetzt Loras Zigaretten. Wir haben die Raptoren am Hals, weil du eine rauchen wolltest? Ja, die hatten wir eigentlich auch so am Hals. Woher sollte...